Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem weiteren Dutch Oven Video hier auf meinem Kanal. Heute wird es etwas exotisch und zwar philippinisch, um genau zu sein. Es gibt Ginisang Baboy at Gulay. Ja, also damit haben wir auch schon den schwierigsten Teil des Rezeptes hinter uns und zwar den Namen vernünftig und richtig auszusprechen. Wenn ihr richtig Bock habt, so wie ich, so wie immer eigentlich, ja, dann bleibt einfach dran, weil wir gehen jetzt sofort ans Video, ans Werk. Ja, egal. Es geht auf jeden Fall los. Für unser Ginisang Baboy at Gulay, Wahnsinn, ich habe schon wieder richtig ausgesprochen, benötigen wir einmal Sojasauce, dann Sesamöl zum Anbraten, einmal grüne Bohnen, hier habe ich jetzt welche aus der Dose genommen, dann Gemüsebrühe, dann einmal Mungbohnensprossen, da habe ich jetzt Gott sei Dank frische bekommen. Dann einmal Schweinegehacktes, dann Zwiebeln klein geschnitten und die Möhren auch so klein in so Streifen geschnitten. Also die Schnibbelarbeit habe ich, wie ihr seht, schon vorab gemacht. Und die passen auch so gerade eben hier in diese kleine Schüssel. Dann haben wir noch an Gewürze, dann einmal Muskat, Salz und Pfeffer. Und hier brauchen wir noch Knoblauch. Da werde ich eine Zehe von nehmen. Ja, alle Zutaten sind erwähnt. Und jetzt können wir auch direkt rausgehen an den Topf. Ja, wie immer kommt mein Atago zum Einsatz. Die Kohlen sind auch durchgeglüht. So. Also ich habe jetzt hier meine Greek Fire wieder. Und von der Menge her so, dass der Boden so einigermaßen bedeckt ist. Können zwar ruhig Lücken sein, weil die Kohlen, die jetzt hier drin sind, die reichen auch, um genug Hitze zum Anbraten zu erzeugen. So, und dann der Topf, in dem Fall der FT6. So. Und jetzt können wir auch das Öl erstmal ein bisschen heiß machen lassen. So, beginnen wir mit den Zwiebeln. Oder, nee, Schalotten. Jedes Mal sage ich das falsch. Ich nehme Schalotten, sage jedes Mal Zwiebeln. Dann den Knoblauch direkt. Und auch direkt jetzt das Fleisch. Das jetzt schön anbraten. Also das Fleisch auch so ein bisschen klein machen. Das muss jetzt nicht krümelig sein, aber auch nicht ganz so große Stücke. Das müssen wir auch jetzt schön anbraten. Und ich möchte jetzt nicht so ein angebratenes Hackfleisch haben, wie wenn ich jetzt für eine Bolognese-Soße zum Beispiel nehmen würde. Also grobe Stücke. Ich habe jetzt 5 Minuten hier in der Hitze gehabt. Das reicht jetzt auch, weil das wird ja auch gleich nochmal gekocht. Das heißt, ich kann jetzt die anderen Zutaten dazu tun. Fangen wir an mit der Sojasauce. Dann die Gewürze, Muskat, Salz und Pfeffer. Das ist erst einmal ein bisschen schön vermengen. So, dann geht es jetzt weiter mit den Möhren. Grünen Bohnen. Das erstmal wieder schön kräftig durchmengen. Und jetzt die Mungbohnen.
wieder kräftig mengen. Und jetzt mit der Gemüsebrühe aufgießen. Lass mal gucken. Jetzt können wir den Rest. Dann jetzt noch einmalig schön kräftig durchmengen. Und dann können wir auch den Deckel drauf machen. So, das war's. Ihr habt gesehen, bis hierhin war es überhaupt kein Hexenwerk. Ja, also sehr easy bis jetzt. Und dann machen wir den Deckel drauf und gucken gleich nochmal rein. Ich denke mal so 10 Minuten, Viertelstunde. Müsste erstmal reichen. Hier, die ersten 10 Minuten sind rum. Jetzt gucken wir mal rein. Ich meine, es wird noch nicht fertig sein, aber ich möchte das nochmal alles schön miteinander vermengen. Das duftet auf jeden Fall schon sehr lecker. Also freue ich mich schon drauf. Noch einmal kräftig durchmengen und dann nochmal 10 Minuten, Viertelstunde und dann ist aber auch gut. So, und der Deckel wieder drauf. Ja, 15 Minuten sind jetzt nochmal rum. Und jetzt werden wir den Deckel heben und auch essen. Wow. Also, ich muss sagen, es riecht nach wie vor lecker. Und sieht doch echt gut aus. Hat schöne Farbe. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich so einen Teller packe. So. So, jetzt kann gegessen werden. Ja, dann lassen wir mal probieren. Ich bin jetzt echt gespannt, auch vom Geschmack, wie die Sojasauce da durchkommt. Aber ich finde es sehr lecker. Ja. Also gibt es nichts zu meckern. Der Geschmack ist gut, schön würzig, auch mit der Gemüsebrühe. Das passt sehr gut. Ja, super. Ich bin zufrieden. Ich esse jetzt auf und gleich erzähle ich noch ein bisschen was. Ja, ich habe meinen Teller aufgegessen. Es hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Also ich bin echt begeistert. Da seht ihr auch, dass exotisch jetzt nicht unbedingt schwierig sein muss. Und ich habe am Anfang gesagt, dass der Name auszusprechen das Schwierigste ist. Und so ist es auch. Aber alles andere am Topf ist wirklich einfach. Habt ihr auch selbst gesehen. Da gibt es ja jetzt nichts, wo man irgendwie groß jetzt Kochkünste für können muss oder so. Also es ist wirklich einfach, lohnt sich. Also wenn ihr da Bock drauf habt, das nachzumachen, kann ich euch das nur wirklich empfehlen. Mir hat es auf jeden Fall wieder richtig Bock gemacht. Es hat sehr gut geschmeckt und ich freue mich schon aufs nächste Video. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und was habe ich vergessen? Ach so, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre auch nicht schlecht, da freue ich mich immer drüber. Und sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.